Samantha Benningham war 17 Jahre, als sie im Jahr 2019 weltweit für Schlagzeilen sorgte. Samantha stammte aus der Kleinstadt Georgetown im Süden von England, einem Ort, der früher von seinen Fabriken lebte und heute so trist ist, dass du als Teenager kaum drumherum kommst, als Blödsinn anzustellen, weil die Freizeitmöglichkeiten in diesem grauen Städtchen nicht gerade vielfältig sind. Und gerade Samantha war dafür bekannt, dass sie ständig irgendein Blödsinn anstellte. In ihrer Jugend war sie sogar schon zweimal verhaftet worden. Einmal wegen Diebstahl von Klamotten aus einem Einkaufszentrum und das andere Mal wegen Vandalismus. Aber neben ihrer problematischen Seite hatte sie auch eine ziemlich sympathische. Sie konnte die Leute bestens unterhalten. Ihre Freunde sagten, mit ihr lachst du ständig und mit ihr ist dir nie langweilig. Und gerade Langeweile hatte man ja viel zu viel in Georgetown. Aufgrund ihres Showmaster-Talents machte sich Samantha die App TikTok. Ihre Freunde hatten sie dazu überredet. Das musst du ausprobieren. Du gehörst dahin. Das war eher eine Art Spaßaktion gewesen. Aber schnell bekam sie Follower und Klicks. So viele, wie sie es sich nie hatte erträumen lassen. Der Algorithmus der App spielte völlig verrückt und sie erreichte 100.000, gar 200.000 Views. Sie wurde sogar für einige ein regelrechtes Idol. Denn sie war keine dieser typischen Influencerinnen aus der Glitzerwelt, die dir den neuesten Fitness-Themen mit Rabattcode empfehlen. Nein, sie war anders. Sie lebte einfach ihr Leben wie zuvor weiter und machte das, wie ich schon erwähnt habe, was sie am besten konnte. Für Ärger sorgen. Mit ihren Freunden ging sie an verlassene Orte, prankte andere mit Gruselkostümen auf der Straße. Das Thema Horror schien ihr wahrlich zu gefallen. Aber dass sich ihre ganze Spaßwelt einmal mit der bitteren Realität kreuzen würde, das hätte sie wohl kaum geglaubt. Es war der 14. September 2019. Samantha plante eine Reihe von TikTok-Videos zu drehen. Dieses Mal sollte es etwas Spektakuläres werden. Sie wollte in ein altes Gebäude einsteigen. Und nicht irgendeins, sondern die alte Psychiatrie mitten im Wald vor Georgetown. Zusammen mit ihren Freunden Louis und Lila marschierte sie sich selbst filmend in Richtung des Gebäudes. Hey Leute, heute wagen wir uns in die verlassene Psychiatrie. Und es gibt eine Sage über dieses Gebäude. Seit 30 Jahren liegt sie brach. Und anscheinend hauste hier einst der legendäre Südküstenkiller. Ein Serienmörder, den vielleicht noch eure Eltern kennen. Er tötete seine Opfer im Schlaf, drang in ihre Häuser ein. Und angeblich versteckte er sich ein paar Tage damals in der Psychiatrie hier. Wir melden uns gleich wieder. Wir gehen nachher live. Bis dann. So begann sie diese Videoreihe. Die alte Psychiatrie sah von innen aus wie eine Horrorserie entsprungen. Es standen teilweise noch alte Schaukelstühle herum. Klar, viele Leute hatten auch randaliert, aber vieles vom Inventar war noch da. Zum Beispiel Bettgestelle ohne Matratzen. Total verrostet. Samantha und ihre Freunde wollten allerdings nicht zu den üblichen Räumen, denn da hatten andere Urban Explorer schon gedreht. Nein, sie wollten in den Keller, denn da gab es angeblich einen verbotenen Raum, in dem man nicht so leicht hereinkam. Und dafür hatte Louis extra eine Brechstange mitgebracht, um die letzte verschlossene Tür dieses Lost Place noch zu öffnen. Louis brach also diese Tür auf, und dann standen sie in einem Raum, in dem früher die Leichen aufbewahrt wurden. Zwar nur für ein paar Tage, aber wenn ein Bewohner gestorben war in der Psychiatrie, dann kam er hier unten hin. Es stand sogar noch eine Kühltruhe da. Es war die perfekte Kulisse, um live zu gehen. Die Zuschauer liebten Lost Places und gruseliger hätte die Stimmung kaum sein können. Hey Leute, das hier war mal die Grube. So nannte man diesen Raum. Hier kamen die Toten hin. Wollen wir mal in die Kühltruhe schauen? Vielleicht haben sie ja einen vergessen. Komm Leila, mach sie auf. Oh, ich sehe, die Zuschauer werden gerade mehr. Wir kriegen mehr Viewer. Los Leila, mach sie auf. Soll ich wirklich? Ja, komm. Und liebe Freunde, schaut rein, schaut mit mir. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Da ist ja wirklich jemand drin. Louis, ich hatte dir doch gesagt, du sollst das Fake-Skelett da reinlegen. Das hier ist aber eine echte Leiche. Okay, Leute, wir müssen abbrechen. Ruf irgendjemand die Cops, Mann. Tja, ich habe am Anfang ja erwähnt, sie wurde weltberühmt. Die Schlagzeile lautete, TikTokerin filmt Leiche. Zwar ungewollt, aber es ging um die Welt. Die Polizei rückte an und man sicherte den ganzen Tatort. Es war wirklich ein echter Toter. Man konnte ihn nicht identifizieren. Er passte auch zu keiner DNA-Datenbank. Und auch schien niemand in der Gegend vermisst zu werden, der auf ihn passte. Bei der Obduktion wurde herausgefunden, dass er zwischen 6 und 7 Monate dort lag. Sein Mörder hatte ihn dort abgelegt, in diesem Lost Place in einer Kühltruhe, im einzigen noch verschlossenen Raum, bis die Jugendlichen dort eindrangen und filmten. Und so wurde aus Samantha Spaßwelt bitterer Ernst. Aber ist diese Geschichte wirklich passiert? Kommentiert Hashtag wahr oder Hashtag falsch in die Kommentare, was glaubt ihr? Wer die Auflösung jetzt schon haben will, erster Link in der Beschreibung. Da findet ihr sie auf Spotify, auf Amazon Music oder auf Apple Music. Und wenn ihr dann schon mal da seid, könnt ihr gerne auch direkt meiner Playlist folgen, denn da gibt es stundenlang Hörspiele. Das ist nur ein einziger Klick, liebe Freunde. Ich habe mir ganz viel Mühe gemacht, ganz viele neue Stories hochgeladen. Es kommen bis Weihnachten. Jeden Tag versuchen wir, jeden Tag einen rauszuhauen. Es wäre der Wahnsinn, wenn ihr da folgen könntet und dann einfach nach der Auflösung mal weiterhört.
Könnt ihr mir eine Riesenfreude tun. Wenn ihr die Auflösung auf YouTube haben wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, denn bei 7777 Daumen nach oben kommt die Auflösung auf YouTube online. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung, das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.